Hi zusammen. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mir zur Produktvorstellung der neuen SRAM-RED Access gleich mal Tobi vom Technical Support Team geschnappt. Und damit ihr zu Hause auch den Anbau der neuen Schaltkomponenten so reibungslos wie möglich gestalten könnt, gehen wir das Ganze jetzt mal zusammen mit Tobi durch. Los geht's, Tobi, oder? Okay, dann legen wir mal los. Wie ihr sehen könnt, haben wir das Bike schon so weit vorbereitet, dass wir uns wirklich nur noch auf die Schaltungskomponenten im Einzelnen fokussieren können. Im ersten Schritt wollen wir die Kurbel montieren. Dafür haben wir bereits das passende Tretlager vormontiert und den richtigen Dubspacer angebracht. Wenn ihr für das Tretlager Hilfe benötigt, könnt ihr jederzeit in den Herstellerangaben nachschauen und zusätzlich die SRAM-Tabelle zur Hilfe nehmen. Bevor der rechte Kurbelarm montiert wird, ist es wichtig, dass wir auf der Spindel Montagepaste verwenden. Dann können wir mit dem rechten Kurbelarm und dem Kettenblatt beginnen. Zur Montage der Kurbel wird ein 8 mm Sechskantschlüssel benötigt. Wir beginnen damit, die Kurbel etwas mehr als handfest anzuziehen, um anschließend mit dem Drehmomentschlüssel die vorgeschriebenen 54 Newtonmeter festzuziehen. Das war der erste Schritt. Im Anschluss ist es wichtig, dass wir nun den Preload Adjuster entsprechend so einstellen, dass die Kurbel kein Spiel mehr im Rahmen hat. Dafür halten wir den Preload Adjuster mit der Hand fest und drehen die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. Anschließend ziehen wir den Preload Adjuster mit dem 2er-6-Kantschlüssel fest. Wir prüfen, ob der Ring sich noch verdrehen lässt. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir alles richtig gemacht. Im nächsten Schritt bringen wir die einzelnen Schaltungskomponenten am Rahmen an. Hierfür starten wir mit dem Umwerfer. Benötigt wird dafür ein 4er 6-Kantschlüssel. Anschließend montieren wir das Schaltwerk. Dafür bringen wir vorab etwas Montagepaste auf dem Gewinde des Schaltauges auf und schrauben das Schaltwerk anschließend mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel an das Schaltauge an. Zum Schluss ziehen wir das Schaltwerk noch mit 5 Newtonmeter fest. Euch ist sicher schon aufgefallen, dass in unserem Fall die Hebel schon montiert sind. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich euch die wichtigsten Themen hier nochmal kurz an dem Schalthebel zeigen. Bevor wir den Bremsschalthebel montieren, ziehen wir das Hoodcover nach hinten weg, um an die Schelle und den Leitungsanschluss zu kommen. Anschließend können wir den Schalthebel auf den Lenker aufziehen und leicht befestigen. Anschließend entfernen wir den Leitungsstopfen, um die Leitung anzuschließen. Wenn wir das erledigt haben, können wir das Hoodcover wieder nach vorne stülpen, um den Bremsschalthebel auszurichten. Um die Ausrichtung zu erleichtern, hat der neue Bremsschalthebel der RED Access zwei Markierungen. Einmal haben wir hier die Linie, die später parallel zum Boden verlaufen soll, um den Shifter in einer 7-Grad-Position zum Boden auszurichten. Die zweite Markierung befindet sich oben auf dem Hoodcover und soll nachher parallel zum Bike verlaufen. Wenn die Bremsschalthebel am Ende richtig positioniert sind,
ziehen wir diese noch mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel auf 6 Newtonmeter fest. Wenn wir nun die Komponenten vormontiert haben, ist es im nächsten Schritt wichtig, dass wir das Pairing der Komponenten vornehmen. Dafür ist es wichtig, dass wir am Schaltwerk beginnen, da dieses als Primary Component dient. Anschließend können wir Schritt für Schritt den Umwerfer und die beiden Schalthebel dazu koppeln. Um den Pairing-Prozess zu starten, drücken wir einmal lange auf den Access-Button am Schaltwerk, bis dieses anfängt zu blinken. Anschließend wiederholen wir das Komponente für Komponente, bis alle Bauteile miteinander verbunden sind. Die Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle mehr. Um den Pairing-Prozess abzuschließen, drücken wir nun noch einmal kurz auf den Access-Button am Schaltwerk. Der neue Red Access Umwerfer deckt durch seine zwei Montagemöglichkeiten alle vorhandenen Kettenblattkombinationen ab. Dies ist bei der Montage zu beachten. Nach erfolgreichem Pairing der Komponenten können wir nun den Umwerfer in die Grundeinstellung bringen. Dafür benötigen wir den 4er Innensechskantschlüssel und das neue Umwerfer Setup Tool. Das Setup Tool setzen wir auf das Kettenblatt auf und drücken dieses fest auf die Verzahnung auf. Anschließend kurbeln wir die Kurbel entsprechend so weit zurück, dass der Umwerfer einfach auf dem Setup-Tool aufliegt. Und dann beginnen wir, den Umwerfer nach den Markierungen auszurichten. Wenn der Umwerfer nun auf dem neuen Setup-Tool aufliegt, beginnen wir damit, diesen nach den Markierungen auszurichten. Dabei beginnen wir mit der Markierung hinten am Umwerfer und richten diese nach dem äußeren Kettenblatt geradeaus. Anschließend ziehen wir den Umwerfer mit dem 4er Innensechskantschlüssel fest. Im Anschluss positionieren wir den Wedge des Umwerfers entsprechend fest gegen den Rahmen, um den Umwerfer am Rahmen abzustützen. Wenn wir den Wedge angebracht haben, ziehen wir diesen mit 0,4 Newtonmeter fest. Danach können wir die vordere Markierung mit der oberen Anschlagschraube ausrichten. Dafür benötigen wir einen 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Wenn wir das erledigt haben, drehen wir die Kurbel nach vorne aus dem Umwerfer raus, sodass dieser sich frei bewegen kann, um im Anschluss den unteren Anschlag noch einzustellen. Dafür schalten wir den Umwerfer auf die innere Position, indem wir den Access-Button betätigen. Dann schrauben wir die innere Anschlagschraube so weit ein, dass diese den Anschlag leicht berührt und der Umwerfer beginnt, sich nach außen zu bewegen. Zum Schluss können wir noch die Höhe des Umwerfers überprüfen. Dafür messen wir den Spalt zwischen dem äußeren Leitblech und dem äußeren Kettenblatt. Dieser sollte 1 bis 2 mm betragen. Höchste Zeit, unser vorbereitetes Hinterrad einzubauen und im Anschluss das Schaltwerk auf den Grundtrim zu bringen. Dafür schalten wir das Schaltwerk auf das zweitgrößte Ritzel und richten die Trimmung anhand oder mit den Schalthebeln aus. Die Trimfunktion funktioniert so, dass wir den Access-Button gedrückt halten und gleichzeitig den Shifter betätigen. Das wiederholen wir so oft, bis sich das Schaltwerk in der gewünschten Position befindet. Die richtige Länge der Kette haben wir dann erreicht, wenn wir die Kette übereinander legen und ein inneres und ein äußeres Kettenglied überlappen. Auf diese Länge wird die Kette im Anschluss gekürzt. Wenn wir die Kette jetzt auf die richtige Länge gekürzt haben, fädeln wir diese durch das Schaltwerk und schließen die Kette mit dem Kettenschloss und der entsprechenden Zange. Falls ihr keine Kettenschlosszange zur Hand habt, könnt ihr das ganze Prozedere auch ohne durchführen, indem ihr die Kettenschlösser mit der Hand verbindet, das Kettenschloss zwischen der Kassette und dem großen Kettenblatt ausrichtet, das Hinterrad blockiert und Druck auf die Kurbel aufbringt, bis das Kettenschloss einrastet.
okay, jetzt haben wir die Kette auf unserem Antrieb installiert und können uns der Einstellung des Schaltwerks und des Umwerfers widmen. Dafür kontrollieren wir den oberen und den unteren Anschlag beider Komponenten und stellen das obere Schaltröllchen auf die richtige Entfernung zum größten Ritzel der Kassette ein. Dafür benötigen wir unser Chain Gap Tool und stellen den Abstand bei der 10-30er Kassette auf 10 mm ein. Um den Abstand des oberen Schaltröllchens zur Kassette herzustellen, schalten wir nun auf das größte Ritzel der Kassette. Wenn du eine andere Kassette hast, kannst du den richtigen Abstand in der Tabelle auf der SRAM.com Homepage finden. Wenn wir den Abstand des oberen Schaltröllchens zur Kassette hergestellt haben, kümmern wir uns nun um die Anschläge des Schaltwerks. Diese stellen wir entsprechend so ein, dass die Anschlagschrauben den Anschlag leicht berühren. Das Gleiche wiederholen wir auf Bedarf am Umwerfer nochmal, falls die Kette am Umwerfer schleift. Wenn wir das Schaltwerk nun perfekt eingestellt haben, kontrollieren wir im Anschluss noch, ob die Kette einwandfrei durch den Umwerfer läuft. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir entsprechende Anpassungen an den Anschlägen vornehmen. Den Umwerfer haben wir nun so eingestellt, dass nichts schleift, die Abstände zwischen dem inneren und dem äußeren Leitblech allerdings nicht mehr als 0,5 mm betragen. Okay, jetzt läuft alles. Damit ist unsere Arbeit abgeschlossen und der Aufbau fertig. Starke Sache, Tobi. Vielen Dank für das Tutorial, die Erklärung. Ich finde es immer wieder mega beeindruckend, was ihr noch für einen Step gemacht habt bei der Red Axis. Gerade solche Sachen wie Autotrim am Umwerfer, die intuitive Einstellung, macht es, glaube ich, dem Benutzer einfach nochmal viel, viel leichter, auch selber so eine High-End-Gruppe anzubauen. Ich glaube, das Einzige, was wir noch mit erwähnen sollten, sind die Funktionen um die Konnektivität mit Axis App und dem neuen Karoo, den es ja gleichzeitig zu der neuen Red-Gruppe gibt. Wir haben zum einen weiterhin die normale Bedienung über die Axis App, wo auch alle Tastenbelegungen von den Shiftern individualisiert werden können. Wir können das Ganze aber auch über den neuen Karoo machen. Hier haben wir die Möglichkeit, viel zu individualisieren. Der Karoo verbindet sich nahtlos mit eurer neuen Red Axis und lässt sich dann auch komplett über die neuen Bonus-Buttons steuern. Darüber hinaus hat Hammerhead sowohl die Akkulaufzeit verlängert, das Display verbessert und auch nochmal was in der Rechenleistung oben drauf gepackt. Auch hier nochmal ein mega Schritt nach vorn. Ich sag danke, Tobi, dass du uns das so toll erklärt hast und bis zum nächsten Video. Macht's gut!